Die Impfung weist eine sehr hohe Effektivität auf, sowohl im Hinblick auf den Schutz vor Infektionen, aber insbesondere auch als Schutz vor schweren Erkrankungen oder vor Tod an Covid. Leider ist es so, dass die Effektivität des Impfschutzes mit der Zeit nachlässt und das umso mehr, je schlechter das eigene Immunsystem ist. Das heißt, vor allem ältere Personen, Personen mit chronischen Erkrankungen oder Personen, bei denen aufgrund anderer Umstände oder auch von Medikamenteneinnahmen das Immunsystem nicht so aktiv ist, haben einen kürzer andauernden Schutz, weshalb es bei dieser Personengruppe besonders wichtig ist, rechtzeitig an eine Auffrischung zu denken und diese auch durchzuführen. Eine Frage, die immer wieder kommt, ist: Kann ich als Geimpfter die Infektion auch weitergeben? Letztendlich ist es so, dass ich nach Kontakt mit dem Virus das Virus in meinen Nasenschleimhäuten vermehre und das Immunsystem eine gewisse Zeit, man geht von 2 bis 3 Tagen aus, braucht, bis es entsprechend aktiviert ist und bis der Immunschutz, der durch die Impfung aufgebaut ist, dann auch entsprechend aktiv ist und die weitere Ausbreitung der Infektion verhindert. Das bedeutet, dass ich auch als Geimpfter in geringem Ausmaß die Infektion weitergeben kann, aber höhere Virusmengen nicht weitergegeben werden, beziehungsweise die Infektion von meinem Immunsystem eingedämmt wird und ich dadurch vor schweren Erkrankungen geschützt bin.